Willkommen in Österreich, wir sind's, die neuen beiden Direktoren der Wiener Staatsoper. Vielen Dank, dass Sie uns gewählt haben. Hallo, what's up? Was ist auf? Es ist so, dass vor einer Woche die erste Sendung von Willkommen Österreich hier über den Äther gelaufen ist und es war eine interessante Sendung. Es war für uns eine bizarre Situation, denn es war eine sehr aufregende Live-Situation auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war uns aber fast durchgehend Fahrt während der Sendung. Ja, es war Wahnsinn. Es war so eine Art nervenzerfetzende Langeweile, die uns durchflutet hat. Sehr seltsam. Es war so, als würde man mit rasendem Puls der Farbe beim Trocknen zusehen. Ja, guter Vergleich. Sehr ungewöhnlich. Außerdem war der Vorwurf, dass wir sehr müde moderiert haben. Das ist natürlich heute, wird das ganz anders sein, weil wir top konzentriert sind. Es ist ja auch schon Schlafenszeit eigentlich. Also man darf sich gar nicht wundern, dass man müde moderiert. Ja, das war tatsächlich ein Vorwurf, dass wir müde gewesen seien. Ich darf überhaupt mal eine Kritik vorlesen. Auch bemüht, merkwürdig, nicht komisch, albern. Ja. Eine Kritik aus dem Jahr 1976 über die erste Sendung der Muppet Show übrigens. Zu uns gab es auch Kritikpunkte, zum Beispiel, dass wir zu schick gekleidet seien. Auch heute wieder wahrscheinlich ein Kritikpunkt. Dann hat man uns gesagt, dass wir zum einen zu schnell, dann aber auch wieder zu langsam geredet haben. Das lag einfach am Regisseur, der uns gebeten hat vor der Sendung. Er hat gesagt, Jungs, redet langsamer, aber so, dass es schneller klingt. Ja. Dann gab es noch den Vorwurf, dass die Sendung wirklich zu Ende war, als sie am Ende war. Das war ein Problem. Ich glaube aber insgesamt, dass alle Fehler, die passiert sind, uns eigentlich nur hochsympathisch wirken lassen. Ja, man darf auch nicht alles schlecht reden jetzt. Ich behaupte ja, dass wir letzte Woche höchstens 2 Millimeter am Grimme-Preis vorbei moderiert haben. Ein Millimeter? Haben. Ja, 2 Meter am Grimme-Preis vorbei vielleicht. Aber es gab auch positive Dinge. Ich darf vielleicht mal kurz erwähnen, was der ORF-Untersuchungsausschuss an positiven Dingen, was die letzte Sendung betrifft, erwähnt hat. Nämlich Maske, Warm-up, Licht und Catering in der VIP-Garderobe. Auch heute wieder großartig übrigens. Ein Applaus für die Kollegen vom Catering. Großartige Leute. Ganz, ganz toll. Leider muss man sagen, also um diese wahnsinnige Euphorie hier im Saal auch wieder ein bisschen zu dimmen, der ORF hat reagiert auf unsere desolate Leistung. Wir sind mit Zeitstrafe belegt worden. Die heutige Sendung ist 25 Minuten kürzer, weil wir letzte Woche so schwach waren. Das kann sich aber wieder ändern. Wenn wir heute gut sind, Stermann, wird die nächste Sendung wieder länger. Mhm. Wenn wir heute wieder schlecht sind, kann es sein, dass wir in der nächsten Sendung nur mehr 7 Minuten Zeit haben. Ist das jetzt nur für uns oder geht das für alle Sendungen im ORF? Das ist verpflichtend für alle. Wrabitz reagiert. Das kann dann theoretisch heißen, dass mitten im 8. Morgen nach Designation aus ist? Nein, das glaube ich nicht, weil die Kollegen überlegen sich was, werden ständig besser, genauso wie wir. Also ich bin da äußerst zuversichtlich. Noch ein Kritikpunkt war die komplette Frauenlosigkeit der Sendung. Da sehen wir auch ein, keine einzige Frau in der Sendung. Das wird sich ändern, spätestens ab Sendung 4, wenn Fritz Ostermeier seine Geschlechtsumwandlung abgeschlossen hat. Ja, es ist so, wir nehmen die Kritik natürlich ernst. Aber wir haben auch nicht Zeit, uns ständig nur mit dieser Fernsehsendung zu beschäftigen. Wir machen ja noch andere Sachen. Ja. Wir machen zum Beispiel Werbung, wir machen Radio, wir machen alles Mögliche. Ich musste zum Beispiel für eine große Firma am Wochenende nach Rostock, nach Heiligendamm, wo ich versucht habe, mitten im schwarzen Block für Hedgefonds Werbung zu machen. Es war problematisch, ich gebe es zu. Mich haben die Demonstranten sofort beworfen mit Wasserwerfern und die Polizisten anschließend mit Pflastersteinen. Ja, außerdem darf man wahrscheinlich nicht unerwähnt lassen, dass Stermann und ich genau jetzt parallel zu diesen Fernseharbeiten auch noch Theater spielen. Ja. Stermann und ich, wir spielen Theater, und zwar Sommertheater. Die Andreas-Hofer-Festspiele in Telfs in Tirol sind mit uns besetzt worden. Ich bin alter Tiroler, Stermann kann auch ganz gut tirolerisch. Ich spiele in diesem Stück, das übrigens heißt Der Hofer war's, spiele ich den Freiheitskämpfer Andreas Hofer. Stermann spielt Kasimir Kranebitten, auch ein Tiroler. Weiters in der Besetzung übrigens die Schwester von Miriam Weichselbraun, die Melanie, Manuel Ortega und Andrea Kdolski, die Nordkette spielt. Und wir können Ihnen jetzt einen kleinen Auszug vielleicht aus den Proben liefern. Moment, ich muss noch Karten einstecken, dann geht's. Okay. Grüß dich, Hofer! Grüß dich, Gemeini! Ja, was hast du denn für ein Angebot, Hofer, heute, ha? Was ich im Angebot hab? Ja? Eine tolle Angebot, Arne!
Dann Leberkras um 2,99 und dann Suppenwürfel um 34 Cent. Und wenn du das kaufst, Krasimir, dann kriegst du ein Zahnbürstel gratis dazu. Ein Zahnbürstel gratis dazu? Nein, nein. Kriegst du eine, Burschen? Da gibt's ein super Angebot beim Hofer. Der Hofer? Was? Ja, sag mal, Hofer. Was willst du denn? Wie lange musst du heute noch hackeln? Wie lange ich noch da sitzen muss? Ja. Bis 10 Uhr auf die Nacht muss ich da sitzen. Na. Jawohl. Bis 10 Uhr muss hackeln. Ja. Der arme Hofer. Burschen, da müssen wir kämpfen dagegen, dass der Hofer früher frei hat. Christoph Brüssemann als Andreas Hofer und als... Dankeschön. Ich lasse mir gerne bitten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Also, das wird zum Beweis, dass wir auch was anderes zu tun haben. Da Hofer war es, wird ab August in Telfs zu sehen sein. Andreas Hofer Festspiele. Hier wird versucht, den Einzelhandel irgendwie zu verknüpfen mit der Globalisierung. Ne? Stichwort Kapitalismus, Stichwort G8-Gipfel, Stichwort AIDS, Stichwort Vogelgrippe, Stichwort Neue ORF, Stichwort Stermann. Stichwort Zähne. Stichwort Zähne, genau, Zähne. Dieses Requisit, das ich auch für mein Theaterspiel verwende, soll schon ein kleiner Hinweis sein für die heutige Sendung. In der geht es ja wieder um eine neue Angst. Und keine Angst, es ist nicht die Angst vor übergroßen Modellen. Ne? Wieso? Was? Wieso übergroßen Modellen? Ja, das ist eine zu große Zahnbürste, Stermann, das wirst du mal bemerkt haben. Die Zahnbürste ist zu groß. Wieso? Was wieso? Zahnbürsten sind in der Regel 20 cm lang. Das ist zu groß. Das ist eine ganz normale Zahnbürste. Ich weiß nicht, mit was du dir die Zähne putzt. Ich putze mir mit genau sowas immer die Zähne. Schau, so. Ganz normal. Machst du mit kleineren oder was? Entschuldigung, darf ich kurz in deinen Mund greifen? Was ist? Kann das die Kamera vielleicht einfangen, hier? Wahnsinnige Lücke und nur braune Stummeln. Mit solchen Zähnen gerät man schnell ins soziale Abseits, wenn man nicht vom ORF aufgefangen wird. Angst essen Zähne auf. In deinem Mund könnten mehrere Smarts parken. Angst vorm Zahnarzt ist heute das Thema unserer Sendung. Angst vorm Zahnarzt. Fast jeder hat sie. Und ich darf jetzt vielleicht gleich einen Neuzugang im Team begrüßen. Wir hatten ja Stimmen, die gesagt haben in der letzten Sendung, der Klavierspieler war zu laut. Der Philipp, ja. Ja, deswegen haben wir es jetzt geändert und einen Schlagzeuger geholt. Bernhard Breuer. Bernhard Breuer. Und Bernhard Breuer wird uns jetzt den Soundtrack zur Angst vorm Zahnarzt liefern. $224 million Zähne. 4.500 Zahnärzte. 65% der Österreicher fühlen sich unwohl, wenn sie eine Zahnarztpraxis betreten. 15% der Österreicher haben sogar panische Angst vorm Zahnarzt. Fred Schreiber und die Phobie im Bild.